Das Spiel ist ab 6 Jahren. Solltet ihr noch nicht so alt sein, dann schaut euch doch lieber ein anderes Spiel an. Hallo zusammen, wir sind zurück von unserer Winterpause und machen heute mal ein Video über Plants vs. Zombies. In einer atemberaubenden Auflösung, die wir leider nicht ändern können. Ein bisschen retro sind wir halt. Das ist, ja, sehr retro. Es erinnert mich schon fast an Amiga-Zeiten, übertrieben gesagt, aber nur gut. Ja, aber wir spielen es immer noch total gerne. Und gucken uns das jetzt mal an. Action pur. Ja, im Grunde genommen ist es eine Art Tower Defense. Wenn man das so grob sagen kann. Jo. Garten Defense. Es ist ein Tower Defense. Wir haben halt... wir spielen das Tutorial. Ja, wir haben Pflanzen, die wir ja auf unsere Rasenfläche setzen können und müssen quasi die Zombies daran hindern, ins Haus zu gelangen. Oder ins Haus zu kommen. So, jetzt können wir die... setzen. Das ist doch jetzt ein Tutorial, ist doch egal. Ja. So. Sammel die Sonnen ein. Du brauchst sie, damit deine Pflanzen wachsen können. Und wenn du genug hast, dann darfst du eine neue kaufen. Wir haben jetzt 100 Sonnen und dürfen uns noch eine Pflanze kaufen. Lass die Zombies nicht das Haus erreichen. Jetzt schießen ja mit ihren Erbsen die Zombies ab, quasi gesehen. Genau. Und die Sonnen sind quasi die Währung. Ich denke mal, die meisten kennen das Spiel sowieso schon. Ich weiß gar nicht, wie alt das jetzt mittlerweile ist. Ich weiß das auch nicht. Ich weiß, dass wir das... Also ich habe es auf dem Tablet und spiele es da schon fast gefühlte Ewigkeiten. Oh, Final Wave. Finale Runde. Jetzt geht's ab. Wir brauchen noch mal schnell hier so ein Blümchen. Ja. Die geballte Power. Ja, das schaffen wir aber. Ja, das schaffen wir es ja auch. Juhu. Und man spielt sich mit der Zeit und Zeit immer andere Arten von Pflanzen frei. Die Sonne brauchen wir jetzt, damit wir neben den normal erscheinenden Sonnen wir extra Sonnen bekommen. Also die Sonnenblume quasi, ja. Genau, mit der Sonnenblume. Dadurch bekomme ich extra Sonnen. Ja, damit pflanzen wir Sonnen an. Das ist eine Sonnenblume. So, jetzt haben wir schon mal drei Flächen, also drei Bahnen auf gut Deutsch. Ja. Und die Sonnen stellt man am besten immer strategisch nach hinten. Ich hätte es jetzt hier hingestellt, nee, tatsächlich. In die letzte Reihe immer. Ja, aber sonst, ich hätte hier hingestellt, weil wenn die durchbrechen, fressen sie erst die Sonnenblume und der hier ganz hinten kann weiter schießen. Hätte für mich jetzt mehr Sinn gemacht. Aber wir setzen die jetzt hier hin, so. Du musst die Sonne immer retten. Wenn die Sonnen wechseln, kannst du nichts Neues kaufen. Das ist wohl wahr. Aber es sollte ja gar nicht so weit kommen. Aber ja, guck mal. So, wir setzen jetzt drei von den Sonnenblumen. Die geben uns jetzt mal zusätzliche Sonnenpunkte. Ich glaube, im Tutorial ist es auch noch relativ egal. Ja. Also man sieht, man kriegt schon deutlich mehr. Ja, schon falsche Reihe. Ja, es ist... Na? Fehlt noch 25. Ja. Weil jetzt, das war jetzt einmal eine, die zufällig gekommen ist oder halt nach Ablauf von einer gewissen Zeit. Also wenn der Zombie dreimal klingelt, dann gibt er keine Pakete ab, ne? So. Nein. Ja, was denn? Ich bin mir sicher, wir haben das damals auf der Xbox gespielt. Und das war auf Deutsch. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das auf Deutsch gewesen ist. Und damals auf der Konsole konnte man das auch im Local Coop, sprich zu zweit auf einer Konsole spielen. Ja, du kannst dann nochmal ein Blümchen bauen. Mitte. Ja, immer ruhig. Macht die Schießdinger, dass das schneller geht? Kommst du mit dem Sammeln der Sonnen gar nicht hinterher? Ja, bis jetzt ist es überhaupt nicht nötig. Unten. Ja, immer zur Ruhe. Alles gut. Nee, brauchst du nicht, aber dann haben die das Level schneller geschafft. Ja. Ich gebe alles. Das war's auch schon, oder? Nee, Final Wave kam noch gar nicht. Oh, eine große Welle kommt. Hm. Mach noch einmal Sonne. Komm, wir machen noch einmal Sonne. Wir geben alles. Du hast eine nicht eingesammelt. Oh.
Wie kann ich nur? Vergessen. Wie vergessen? Schon wieder eine verpennt? Nein. Das ist bezog sich noch auf die eine. Das ist ja lachhaft. Noch. Unten. Ja. Oh, Kirschbomben, ne? Ja. Boom and Doom. So eine ganze Reihe weg. Blows up all zombies in an era. Also sind die Area. Oh. Nicht in einer Zeit. Sondern in einem Bereich. Ich glaube auf einer Bahn, ne? Oder? Wir werden's gleich sehen. Es kann auch sein, dass es so vier Felder drumherum sind. So, wir brauchen Licht. Sonnenlicht. Ja, erst immer die Sonnenpflanzen. Ja, aber damit wir mehr Währung bekommen. Ja, es geht auch schon los, deswegen werde ich jetzt erstmal, oder? Siehst du? Ja, aber das schaffst du noch. Ja, Leisure. Da hättest du noch eine Sonne schaffen können. Kann ich immer noch setzen. Siehst du? So, zack. Alles gut. Komm, ich brauche noch eine Sonne. So, und gib ihm. Ach, die Musik ist auch so ein Klassiker. Dim, dim. Kannst du eigentlich auch vorlaufen lassen? Nein, man konnte es auch schneller ablaufen lassen, die Zeit. Ich weiß gerade nicht, oder? Nee. Ja, die Sonne. Ich wüsste nicht wie, aber ist auch egal. Ich habe es auch ganz oft, dass ich irgendwie eine neue Pflanze bekomme, die ich dringend brauche und ich brauche sie nachher gar nicht. Ja, jetzt am Anfang ist es, ich glaube, das kannst du ja fast gar nicht verlieren hier. Not enough. Ja, wir probieren die aber jetzt mal aus, wenn wir die haben. Ja, warte, ich würde jetzt hier aber ganz gern den noch setzen, weil der muss erst das Hütchen verlieren. Dann musst du einmal da dann. Nee, der ist trotzdem schon angreifbar. Ja, ja, aber der hält mehr aus, das meine ich. Ja. Das schaffst du aber auch locker mit zwei schon. So, jetzt bauen wir hier noch einen hin, da sind wir safe. Und dann kommen wir jetzt auf die Cherry Bombs. Kirschbomben sparen. Blümchen. Ach, Sonne. Entschuldigung, ich sag immer Blümchen. Wollen wir die einfach mal hier hinsetzen? Ne, da oben, wo der mit dem Hut kommt. Da? So? Oder da? Ja, da. Oh, bitte nein, war nur ein Bereich. Okay, ich dachte aber auch, die gehen erst hoch, wenn die zu nahe kommen. Ist schon ein paar Jährchen her. Ja gut, da haben wir jetzt das Geld mal so richtig schön rausgeballert, ne? Wir haben es doch. Ja. Ah, aber jetzt haben wir gleich wieder eins. Und dann müssen wir das gucken, wo vielleicht ein paar auf einmal laufen. Ah, jetzt müssen wir mal warten, bis wir die wieder benutzen dürfen. Ja, das ist auch nicht das Problem. Nee, das schaffen wir noch bis dahin. Ist auch unterschiedlich, wie schnell die immer verfügbar sind. Ja. Wir gönnen uns den Spaß jetzt gleich einfach mal in der Mitte, weil der hat das Hütchen auf. Ja, ja. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht. Nee, das meinte ich ja. Aber wir machen es vielleicht, wenn wir es noch hinkriegen. Bam! Da. Potato! Oh, die Kartoffel! Die Kartoffel mag ich. Die guckt immer so erschrocken. Ja. Also die blockt quasi Zombies. Also die muss komplett aufgefuttert werden vom Zombie, bis der Zombie durch kann oder weiter kann. Genau. Die hält die Welle etwas auf. So ein Zombie-Blocker. Genau. Und wir können mal vorher sehen kurz, was für Gegner wir haben. Und wir haben wieder welche mit dem schönen Pylonen auf dem Kopf. Ist ein Pylon, oder? Ja. Ein Kegel halt. Oder wie sagt man? Pylon. Ja. Ein Verkehrshütchen. Ein Hütchen, genau. Und die Rasenmäher übrigens, die an dem Rand stehen, falls mal ein Zombie durchkommen sollte, fährt der Rasenmäher los und macht alles in der Linie dann, zerstört alles in der Linie. Das ist quasi so, ja. So ein letzter Rettungsheim. Genau. Also, oh, ich muss setzen. Also einmal dürfen sie durchkommen, danach, wenn nochmal einer durchkommt, war es das. Ja. Man hat dann nicht mehr so ganz verloren, man muss nicht in absolute Panik verfallen. Gerade wenn es so die letzte
Reihe ist, ist es nicht so schlimm. Jupp. Aber natürlich bekommt man weniger Punkte Erfolge. Ich weiß nicht, sind wir immer noch im Tutorial? Das sind jetzt nur die Anfangslevel. Da, wo wir jetzt erstmal ein paar Pflanzen bekommen. Oder die ersten Pflanzentypen kennenlernen, sozusagen. So. Sind wir hier auch safe? Kannst du oben noch ein Sonnenblümchen machen? Yep, bin dabei. Ach, du bist hervorragend. Noch ist das nicht allzu schwer. Nee, noch kommt also, relativ gesittet einzeln. Also wenn wir jetzt schon versagen würden, hätten wir ein Problem. So, und jetzt kannst du so eine Kartoffelmoffel. Ja. Schön pflanzen. Kartoffelmoffel. Ja. Die guckt halt so wie eine. Guck mal, jetzt ist sie noch glücklich. Ja, die ist ja noch voll und, da, ne? Und wenn der ja versucht, die gleich zu essen, dann findet die das nicht mehr so lustig. Ne, würde ich an der Stelle der Kartoffel auch nicht lustig finden. So, ich setze jetzt nochmal hier unten ein. Ja, ist gut. Hätte ich auch gemacht. Kann nicht verkehrt sein, weil da wird gleich bestimmt auch noch einer kommen. Kommt man nicht noch irgendwie zur Seite gucken? Nee, das kannst du nur am Anfang. Warte, ich muss aufpassen hier. Das ist aber blöd, ne? Also ich meine, das war nur am Anfang möglich. Da musst du halt schnell so einen Überblick kriegen. Ja, aber du siehst ja nicht genau, wann was welcher kommt, ne? Du siehst ja nur, welche überhaupt vorkommen, meine ich jetzt. Und hier unten sieht man halt, wann die nächste Welle startet. Wenn der Balken vollgelaufen ist, quasi gesehen. Nee, das ist das Ende. Ist das Ende? Das ist, wie weit wir sind. Oh, okay. Dann nehme ich alles zurück und überhaupt das Gegenteil. Ich bin wieder nicht am Aufpassen. Da, jetzt futtert er die Kartoffel. Ja, unten müsstest du dann auch nochmal ich versuche es. Ja, das klappt. Kein Problem. Die Kartoffel braucht halt relativ lange, bis sie wieder verfügbar ist. Ja, ich merke es gerade, aber das sollte klappen. Ja, unten, das klappt auch. Das ist kein Problem. Ja, wunderbar, wunderbar. So. Ja, aber es wird schon was voller. Es wird voller, ja. Man muss sich einfach mal konzentrieren dabei. Okay. Da setzen wir auch noch schnell eine hin. Haben überall zwei. Das sollte doch reichen. Achso, so, zack. So schnell wie möglich nächste Kartoffel setzen, weil die braucht wieder eine Zeit, bis sie verfügbar ist. Und jetzt kommt die große Welle. Zack. Ja, wir könnten auch noch so ein Kirschbomben-Dings machen. Ja, aber hier habe ich jetzt halt drei Blumen, wo ich keine Kartoffel habe. Kann nicht verkehrt sein. Nee. Werden wir mal sehen, ob die Taktik aufgeht. Ja. Sonst gehen wir unter. Sonst kannst du noch so ein Bömmchen setzen. Wir haben ja genug. Na komm, wir hauen alles raus. Wir kriegen ja keine Extrapunkte. Oh, guck mal, jetzt eine Schippe. Jetzt können wir wieder was ausgraben, wenn wir uns versetzt haben sollten. Meine ich jedenfalls. Ja. Ne, also sie ist dann weg und wir können eine neue dahinsetzen. Oh. Hallo, guten Nachbar. Guten Tag, Nachbar. Hallo, mach du. My name ist der verrückte Dave. My name ist. Wir sind voll die mein Prost. Name ist. Was? Was hast du gesagt? Dann mach du's. Nein, mach du. Aber du darfst mich verrückter Dave nennen. Hör zu. Ich habe eine Überraschung für dich. Aber erst brauche ich von dir, dass du meinen Garten aufräumst. Benutz die Schippe und grab die Pflanzen aus. Lass das Graben beginnen. Wow. Ja, das ist... Haben wir geschafft. Da muss man Skill für haben, ne? Okay. Jetzt zur Überraschung. Wir machen Bowling. Nimm diese Walnuss. Und wir... Warum habe ich dir die Walnuss in die Hand gegeben? Weil ich verrückt bin. Nun geh. Lass es bohlen wie ein Gewinner. Genau.